Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Kreativwelt. Wir waren ja hier das letzte Mal bei und haben ein wenig an dem Bauernhof weitergebaut. Da ich aber immer noch keine Idee habe, wie ich das hier beenden möchte, so mit Dach. Ich glaube, ich habe mich geschnitten. Aua. Machen wir heute mal was anderes, und zwar gehen wir mal Richtung Burg und werden da mal weiter bauen. Hier haben wir. Wo sind die ganzen NPCs hier? Sind die schon wieder ausgerottet? Weil hier sterben die irgendwie wie die Fliegen. Wobei ich das eigentlich alles mehr oder weniger abgeschottet habe. Okay, oder auch nicht. Aber hier kommen die ja immer noch drauf. Da sollen die ja nicht. Die bösen Monster, die bösen. So. Dann sollte das zumindest erstmal so weit friedlich sein, dass die hier nicht drauf springen. Und unseren Mitbewohnern den Chaos machen. Sind die hier rüber gewandert? Ich weiß es nicht. Dafür stehen nämlich die Zäune hier, damit die Zombies da nicht immer alle hinrennen. Weil die machen einem das Leben schon manchmal schwer. Also mir jetzt nicht. Aber die Freunde von der Bananenweide hinten, die haben da immer leichte Probleme. So, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gezeigt habe. Das ist ja immer noch die Mauer, die um die Burg führt. Hier mit einer kleinen Kuhbrücke. Aber was wir heute machen wollen, liegt hier. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte das hier ja irgendwie noch in die Burg mit reinpacken. Sprich, auf jeden Fall wird diese Mauer hier erweitert bis hierhin. So. So dass das hier noch dazu zählt. Was ist das denn da? Oh. Ein Loch. Moment, da wollen wir eben Fackeln. Wo haben wir denn? Wo sind die denn? Da. Damit wir das hier immer ausleuchten können. Wäre natürlich fantastisch, wenn man hier was reinbauen könnte und. Aber die Frage ist halt, wie wir das hier machen. Wir hier einfach die Mauer weiter drum ziehen und wie da einfach hier so einen Bogen reinmachen, dass die Kleinschiffe hier irgendwie andocken können oder so. Weiß ich noch nicht. Nee, es ging mir ursprünglich darum, dass wir das hier vielleicht wieder zumachen und das zu der Seite aufmachen. Ich weiß nur noch nicht, wie man das am besten macht. Das Schwein hängt ja auch schon seit Monaten. Sprich, man müsste hier auf jeden Fall einmal durch. Kommt hier an den Soldaten vorbei und kommt dann erst. Ich mache jetzt einfach mal nur so ein kleines Loch hier hin. Genau. Das ist dann hier die Breite. So. Und das kann ja auch weg. Und da kommen ja dann die Steine so hin. War klar. Ich mache was weg und was muss da reinspringen? Direkt ein Schaf. So. Das wäre dann nämlich hier. Ich mach das jetzt erstmal so. Einen Durchbruch machen. Zur anderen Seite hin. Weil hier sind ja sowieso keine NPCs momentan. Da ist halt egal, ob hier ein Loch ist oder nicht. Was haben wir denn hier? Guck. Oh, nix. Gucken, wo wir hier rauskommen.
bräuchte mal eine Fackel. Schon wieder. Oh. Ja, genau. Erstmal Wasser. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach, der olle Tümpel. Tja. Ich glaube, den Tümpel müssen wir dann umlegen. Dann machen wir das hier mal dicht. So. Machen wir das dicht. Da machen wir das dicht. Weil der muss so oder so weg. Aber das werde ich nicht onscreen machen, das werde ich offscreen machen. Weil Tümpel entfernen, das ist nun wirklich nicht spannend. Für alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Das ist das langweiligste und unspannendste, was es gibt. Oh, ich werde das hier erstmal dicht machen. Nee, so nicht. So. Mensch, jetzt lass mich doch mal hier durch. Machen wir das erstmal so. Dass wir... Das müsste eigentlich schon lang. Ach ja. Da durchkommen. So. Ist ja immer noch Wasser drin. Ah ja, das habe ich ja noch nicht rausgenommen. Oh, weg damit. Ja, machen wir auch hin. Ja. So. Weg, 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 weg. Dann kommen wir hier nämlich einmal komplett durch. Eine Fackel hier hin. Dann sollten wir eigentlich irgendwo unten rauskommen. Hoffe ich. Ja, ja. Stünden wir mal rum. Interessiert gerade niemanden. Glaube ich. So. Lassen wir alles weg. Wie weit kommen wir denn hier? Bis hier. Mhm. Frage ist natürlich, machen wir denn einfach hier eine hoch und senken das dann auf diese Ebene ab? Sprich, da müsste dann ja diese Ebene sein. Oder gehen wir noch einen hoch, sodass wir dann auf der Ebene sind. In dem Falle müsste dann hier alles weg. Ich denke, wir machen das auf die Ebene. Das ist dann hoch genug. Ja, das ist ja dann nur dieses kleine Loch, was man auffüllen müsste. Den Rest kann man abreißen. Wie genau? Boah, keine Ahnung. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Wie man das am besten hinkriegt. So. Dann nehmen wir erstmal hier den kleinen Haufen weg. Mami, Mami, ich habe hier ein Häufchen hingemacht. Ja, und nehmen ihn weg. Kleines Ferkel. Okay. Was wir brauchen können, wären ein paar Türen. Weil mir ist nämlich gerade eingefallen, wir müssen das auf jeden Fall hier schon machen, weil sonst ist das Wasser immer ein Weg. Und das, ja. Kann ganz schön lästig sein. Ja, dann haben wir das Wasser schon mal weg. Muss man nämlich dann Ebene für Ebene das Wasser wegmachen. Für alle, die es nicht wissen, wie man Wasser am schnellsten wegkriegt. So. Es geht halt am besten mit Türen. Ist jetzt im Kreativmodus natürlich ein bisschen einfacher. Im Survival-Modus kann man das auch machen. Ob man das will, ja, gut. Ist natürlich immer eine andere Frage. Okay. Oh, das ist halt so. Na komm, lass mich da.
mich da jetzt keinen Stein drauf machen lassen. Das ist voll doof. So. Können wir das da schon wieder wegnehmen? Das können wir wegnehmen. Das eigentlich auch. Hier machen wir das hier auch weg. So. Geht ja nur darum, dass man... Mensch, das geht doch mal weg hier. Das Wasser immer weg hat. Okay, haben wir das? Huch, lag. Haben wir die schon mal so weit? Die erste Schicht weg haben. So, so muss man das dann halt nach und nach machen. Gegebenenfalls muss man ein bisschen nacharbeiten, so dass man diese ganze Schicht einmal komplett wegnimmt, weil das ist ja hier tiefer. Deswegen kriegt man nicht unbedingt alles weg. So sollte das aber schon mal gehen. Alles, was auf dieser Höhe ist. Also ich nicht. Ja, nehmen wir das noch weg. Das nehmen wir noch weg. Nur damit man das weiß, meiste Wasser schon mal los ist. Ja. So, ist das eigentlich? Seine dahinter ist noch im Wort. Müssen wir mal eben ausradieren. Wieder hell machen. Na komm. So. Und schwupp, weg. So kann man relativ schnell, wie ihr seht, ein See trocken liegen. Das hier ist kein super neuer Trick. Die meisten werden ihn höchstwahrscheinlich auch schon kennen. Das ist jetzt nichts. Man da, wow, voll der Trick. Ja, jetzt haben wir hier nämlich das Problem, dass wir diese Schicht nicht mehr so mit den Türen wegbekommen, weil es halt alles tiefer liegt. Und da muss man dann halt mit Erde, mit Stein, je nachdem, arbeiten. Kreativmodus ist halt egal. Weil ihr da alles relativ schnell wieder wegbekommt. Natürlich kann man das auch so die ganze Zeit machen, Schicht für Schicht. Ich glaube, ich muss niesen. Oh, es juckt. Es juckt, es juckt, es juckt. Mal auch so viel Schicht für Schicht machen. Da war ich stehen geblieben. Achso. Aber ich finde das mit den Türen halt schneller oder angenehmer. So. Kann nämlich die ganzen Türen hier wieder wegnehmen. So. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie groß der Tümpel ist, den man damit austrocknen will. Gibt natürlich auch Tümpel, wo man dann wirklich ewig lange dran hängt. Ach, ich wollte euch noch mal was zeigen. Ich muss mal kurz überlegen, wo das war.
war denn das? Moment, lass mich mal eben schauen. Ich meine, es wäre da vorne gewesen. Habe ich ja mal gesagt, dass ich mal eine Insel weggesprengt habe. Das hat auch ewig lange gedauert. Stimmt, das war im Survival Let's Play. Da habe ich erzählt, dass ich mal eine Insel weggesprengt habe. Wo man dann auch so gelernt hat, wie man sehr schnell sehr viel Wasser hinpflanzen musste. Moment, wo war denn das? Lass mich mal kurz überlegen, wo habe ich denn meinen Hafen? Da ist der Hafen. Da müsste. Da sieht man das. Da habe ich hier nämlich eine Insel gehabt, die war hier drauf. Hier sieht man das noch überall. Hier war die Insel, das war halt dieses ganze Stück. So. Und ich wollte das halt alles unter Wasser haben. Normalerweise müsste ich hier nochmal beigehen und das nochmal alles wegspringen. Inzwischen ist es so, dass das Wasser alles klar ist. Hier dürfte eigentlich nirgends mehr so eine. Doch, hier ist noch. Da sieht man das noch. Aber normalerweise müsste das alles noch ein weiter runter. Weil das ist noch nicht tief genug. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich unter Wasser TNT blenden und anzünden? Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber es passiert dann nichts, ne? Ist ja eigentlich auch logisch, weil Creeper machen ja im Wasser auch keinen Schaden. Naja, zumindest müsste ich das hier überall noch einen abtragen. Oder mehrere Schichten. So, dass das richtig schön tief ist. Das habe ich halt im Zuge des Umbaus von dem Hafen gemacht. Naja, mal gucken. Irgendwann werde ich das hier mal ausbessern, komplett. Einfachsten wäre das natürlich mit Welteditor oder so. Dann könnte ich das hier nämlich einfach komplett wegnehmen. Ja, mal gucken. Irgendwie, irgendwann werde ich das schon machen. Aber nicht heute, nicht jetzt. Bitte werden wir erstmal da hinten weitermachen. Ey, diese komischen Grafikbugs, die hier überall drin sind. Das sieht so ätzend aus. Los, geh weg. Bug da, Bug weg. Bug Rogers. Jo, ob das hier so bleibt, das weiß ich auch noch nicht. Da müsste eigentlich auch alles weg und unter Wasser. Mal gucken. Erstmal machen wir das jetzt mit dem Durchgang. Wer nicht weiß, was das hier ist, schaut euch die anderen Folgen an. Kann ich nur immer wiederholen. Das wird hier aber auch noch alles umgebaut, weil das hier passt halt nicht mehr dazu. Das ist halt von vor, weiß ich nicht, 6 Monaten circa. Und das hier ist schon, ja, 2, 3, 3,5 Jahre alt. Man sieht halt, die Baustile haben sich ein bisschen gewandelt seitdem.